Weiter geht's heute mit Hogwarts Legacy und wir machen heute weiter mit einer Mission, nämlich Finde die Höhle. Jo, in der letzten Folge habe ich eigentlich gedacht, habe ich eigentlich das hier an, ne, habe ich gedacht. Ein Ort wie aus dem Märchen. Aber da habe ich dann irgendwie gedacht, ne, du holst einfach mal die ganzen Flohfeuer, die noch so zu anzureisen sind. Und genau das haben wir nämlich gemacht. Wir sind in der letzten Folge einfach mal alles abgeflogen und haben uns die restlichen, die noch fehlenden Flohfeuer gefunden, die wir so anreisen können. Alles andere, was wir jetzt nicht mehr ordentlich nicht aufgedeckt haben. Wird wahrscheinlich irgendwann im Laufe der Story passieren, nicht jetzt. So, wir sollen irgendeine Höhle finden. Wo natürlich wieder ohne Ende Feinde sind. Das muss die Höhle von Tops sein. Ich sollte hineingehen. Die Spinnhöhle. Na, das macht doch Mut. Nicht wundern, ich trinke zwischendurch mal was. Muss sein, gerade wenn es A ist, es arschwarm und B, ich brauche. So, warte mal. Lumos, oder? Nehmen wir mal Lumos mit rein, ne? Lumos. Komm, weg. Lumos. Tops, du hast deine Quote um 3 Fiolen verfehlt, also diese kleinen Fläschchen. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass meine treuen Kunden ihre Flaschen von Chemis Schrumpflösung nicht erhalten. Das ist aber nicht Chemis Finnegan, ne? Also wahrscheinlich nicht, weil das sollte ich früher. Das Ding hier. Das spielt so 50, 80 bis 100 Jahre davor. Wenn ich dann im Fest bekommst, eine Woche lang kein Essen, also erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend bestrafst. Die Schenkslieferung abhole sich am besten blutige Verwende statt deines üblichen idiotischen Grinsens. Wenn du den nächste Quote plus 5 weitere Fiolen nicht erfüllst, wirst du mehr als du deine Essensprivilegien. Tops Meister ist furchtbar. Definitiv. So, Tops. Ich guck mal. Tops? Dick schickt mich. Bist du hier drin? In Zentrum. Wow, Level 22. Oh nein. Oh, Alter, ich habe zwar keine Spinnenphobie, aber da muss ich, da muss ich ein bisschen aufpassen. Weiter. Ja, natürlich. So, tschüss. So, die Herausforderung abgeschlossen, wir siegen Spinnen. Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Das waren wahrscheinlich irgendwelche Eier. Und weiter. Lumos. Jawa! Incendio!
Händen. Du bist widerlich. Ja. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich kein Spinnenphobiker. Ins Händen. Komm, trink. So, ich sollte sämtliche Möglichkeiten. Tops. Alter! Protego. Dann muss ich da runter. Wow! Upsala. Das war natürlich nicht gut. Da bin ich aus der See runtergesprungen. Das war eigentlich nicht der Gedanke dahinter. Die darf ich wahrscheinlich jetzt nochmal machen. War schon vor einiger Zeit hier. Ja, also er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Lumos. Ups. Lumos. Okay. Tops? Deke schickt mich. Bist du hier drin? Das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt, aber vielleicht haben wir ein bisschen Glück, dass wir da was finden. Weiter geht's. Sind wir jetzt gerade in der zweiten? Ne, wir sind doch schon wieder, ne? Wir sind gerade quasi mehr oder weniger dahin gegangen, wo wir raus sind, oder? Scheiße.
glaube, wir sind wieder dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Tops? Tops? Deke schickt mich. Bist du hier drin? Potato! Wow. Lumos. Gut, hier waren wir schon. Nee, das ist nicht ganz richtig. Gut. Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Incendio! Das könnte das gewesen sein, was da eben so am Eingang rumgefleuchtet ist. Lumos. Nee, da waren wir schon. Scheiße, ich bin irgendwo sehr verlaufen gerade. Ich muss wissen, wie lange ich bin. Das war das, glaube ich, genau. Genau, hier waren wir. Und da setzen wir in der nächsten Folge wieder an.